Herzlich willkommen bei El Monte RV. Es ist unsere Mission, Ihnen bestmöglichen Service zu bieten, während Sie Ihren Urlaub in unserem Wohnmobil genießen. Das folgende Videotutorial wird Ihnen ein paar Tipps und Vorschriftsmaßnahmen zeigen, um Ihnen eine sichere und spaßige Reise zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass Sie jegliche Unterschiede zwischen diesem Video und Ihrem eigentlichen Fahrzeug von Ihrem Mietassistent während der Übergabe demonstriert bekommen. Unsere Wohnmobile sind leicht zu bedienen und bieten Ihnen viel Komfort an, während Sie auf der Straße sind. Inklusive einer voll funktionsfähigen Küche, Badezimmer, Heizung und Klimaanlage, Steckdosen, Innenbeleuchtung und Entertainment-System. Zu Beginn lassen Sie uns ein paar Minuten über den Kern Ihres Wohnmobils blicken. Die Strom- und die Wasserversorgung. All unsere Wohnmobile sind mit einem Stromkabel ausgerüstet, welches Ihr Fahrzeug mit 110 Volt von einem externen Stromanschluss versorgt. Um einen Campingplatz anzuschließen, ziehen Sie das Stromkabel aus dem Seitenfach an der linken Fahrerseite. Es ist möglich, dass der Stecker nicht passt und Sie den von uns bereitgestellten Adapter benutzen müssen. Stecken Sie diesen auf das Stromkabel und anschließend in die Steckdose. Während Sie an den Außenstrom angeschlossen sind, haben Sie Strom auf allen Steckdosen und Ihren elektrischen Geräten wie Klimaanlage und Mikrowelle und auch Ihre Batterien werden langsam aufgeladen. In einigen Modellen müssen Sie möglicherweise das Kabel wieder zurück in die Steckdose im Staufach anstecken, nachdem Sie das Kabel vom Campingplatz abgeschlossen haben, um die Stromversorgung durch den Generator zu gewährleisten. Für Ihren Komfort haben wir alle unsere Wohnmobile mit einem 110-Volt-Generator ausgerüstet, welcher Sie mit Strom versorgt und den Sie auch während der Fahrt oder im Stand benutzen können. Weil der Generator mit Benzin aus dem Haupttank versorgt wird, stellt sich dieser automatisch ab, sobald Ihr Benzinvorrat ein Vierteltank unterschreitet. Bevor Sie den Generator starten, stellen Sie bitte zunächst alle elektrischen Geräte und speziell die Dachklimaanlage ab. Dies verhindert ein Überladen des Generators in seiner Aufwärmphase. Um den Generator zu starten, drücken Sie bitte den Startknopf, welcher sich entweder auf Ihrem Kontrollzentrum oder dem Armaturenbrett befindet. Drücken und halten Sie den Startknopf gedrückt, bis der Generator angesprungen ist. Wenn der Generator läuft, warten Sie bitte 2 bis 3 Minuten, bevor Sie jegliche elektrische Geräte benutzen. Wir empfehlen Ihnen, den Ölstand des Generators alle 25 Stunden Laufzeit zu überprüfen. Dazu entfernen Sie einfach die Abdeckung und prüfen Sie den Stand am Ölmessstab. Sollten Sie Probleme mit dem Generator haben, so kontaktieren Sie bitte El Monte RV's On the Road Support Center, um Hilfe zu erhalten. Der Wasserboiler, die Heizung, der Ofen und das Kochfeld funktionieren mit flüssigem Propangas oder kurz LPG. Der Kühlschrank kann sowohl mit Propan als auch mit Strom betrieben werden. Der Propantank ist in einem Seitenfach außen angebracht. Auf der rechten Seite sehen Sie das Hauptventil für das System. Bei normaler Nutzung langt Ihnen das Propangas für etwa eine Woche. Wenn Ihr Propanlevel unter ein Viertel fällt, füllen Sie es bitte an einem Campingplatz, Tankstelle oder Rastplatz wieder auf. Ein Mitarbeiter an diesen Anlagen wird den Tank für Sie auffüllen. Vor Rückgabe des Wohnmobils brauchen Sie den Propantank nicht wieder auffüllen. Ihr Wohnmobil hat 2 Batterien. Eine für den Motor und die andere ist eine Zusatz- oder Hausbatterie, welche Strom für die Beleuchtung im Wohnraum, die Heizung, Wasserpumpe und 12-Volt-Geräte wie den Kühlschrank oder den Wasserboiler bereitet. Um beide Batterien zu laden, lassen Sie Ihren Motor für etwa 30 Minuten laufen. Ein guter Hinweis auf Ihre niedrige Batteriespannung ist dämmeriges Licht oder Fehlalarme des Propanmelders, über den wir später noch mehr erfahren werden. Ihr Wohnmobil hat 2 Frischwasserquellen. Das Wasser in Ihrem Frischwassertank und das Wasser vom Außenwasseranschluss für Campingplätze, die Frischwasser am Stellplatz anbieten. Um an Frischwasser anzuschließen, entnehmen Sie bitte den Frischwasserschlauch aus dem Staufach und schließen Sie diesen mit dem Druckregulator voran am Wasserhahn an und das andere Ende an den City-Water-Anschluss des Wohnmobils. Stellen Sie nun die Wasserpumpe ab. Vergessen Sie nicht, diese wieder einzuschalten, nachdem Sie den Wasseranschluss wieder abschließen.
Um den Frischwassertank aufzufüllen, stecken Sie Ihren Wasserschlauch in den Frischwasserstutzen mit der Aufschrift Potable Water und schließen Sie das andere Ende an einen Wasserhahn an. Der Tank ist voll, wenn das Wasser überläuft. Bitte gehen Sie sparsam mit Ihrem Wasser um, wenn kein Frischwasseranschluss in der Nähe ist. Die meisten Campingplätze haben eigene Duscheinrichtungen, die Ihnen helfen, Ihren Wasserverbrauch zu senken. Ihr Wohnmobil ist mit zwei Abwassertanks ausgerüstet. Der Schwarzwassertank ist für das Abwasser aus der Toilette. Der Grauwassertank ist für das Schmutzwasser aus den Waschbecken und der Dusche. Wenn Ihre Tanks voll sind, müssen Sie diese an einer geeigneten Dumpstation leeren. Die meisten Campingplätze haben eine Dumpstation oder wissen, wo Sie die nächste finden können. Nehmen Sie den Abwasserschlauch aus einem der äußeren Staufächer. Bevor Sie beginnen, die Abdeckkappe zu entfernen, stellen Sie sicher, dass beide Ventile gedrückt sind. Finden Sie den Abwasserschlauch und schließen Sie diese an das Abwasserrohr an. Das andere Ende hängen Sie in die vorgesehene Öffnung der Dumpstation. Leeren Sie den Schwarzwassertank zuerst, indem Sie den größeren der beiden Griffe ziehen. Wenn der Tank leer ist, ziehen Sie den kleineren Griff für den Grauwassertank. Wenn beide Tanks leer sind, schließen Sie die beiden Ventile wieder. Nehmen Sie den Abwasserschlauch ab und schrauben Sie die Abdeckkappe zurück auf das Rohr. Wenn möglich, spülen Sie bitte den Abwasserschlauch aus, bevor Sie ihn wieder zurück ins Staufach legen. Wir rüsten Sie mit einer Rolle Klopapier und einer Packung Toilettenchemikalien zu Beginn Ihrer Miete aus. Für weiteren Vorrat sorgen Sie bitte selbst. Wir empfehlen nur einlagiges Klopapier zu benutzen, um das Verstopfen der Toilette zu vermeiden. Extra Chemikalien können an den meisten Campingplätzen gekauft werden. Nach dem Leeren des Tanks müssen Sie neue Chemikalien in den Tank geben. Dazu gehen Sie zurück in das Wohnmobil und geben Sie die vom Hersteller empfohlene Menge Chemikalien direkt in die Toilette. Drücken und halten Sie die Klospülung für etwa 30 Sekunden. Jetzt, wo wir mehr über das Strom- und Wassersystem gehört haben, lassen Sie uns in das Wohnmobil gehen, um das Kontrollzentrum und den Komfort Ihres Fahrzeugs näher kennenzulernen. Das Monitorbrett ist Ihr Kontrollzentrum und normalerweise in der Nähe der Küchenspüle oder der Eingangstüre. Die Lichter auf der Anzeige zeigen Ihnen die Tankstände von Frisch- und Abwasser sowie den Propantank an. Battery Condition zeigt Ihnen die Ladung der Hausbatterie an. Ihre Batterien laden sich selbstständig während dem Fahren wieder auf oder Sie können den Motor etwa 30 Minuten laufen lassen. Wenn Ihre Kontrolltafel nichts anzeigt, überprüfen Sie bitte, ob der Hauptschalter Ihrer Hausbatterie auf An oder Connect steht. Dieser Schalter sollte immer an sein. Ihr Wohnmobil ist mit einer kompletten Küche ausgestattet, inklusive einem Kühlschrank, Mikrowelle, Herd und Ofen. Das Bedienelement des Kühlschranks über der Kühlschranktüre kann in den meisten Wohnmobilen in den Automatikmodus gestellt werden. Jetzt läuft der Kühlschrank mit Propan und schaltet automatisch auf 110 Volt Strom um, sobald dieser zur Verfügung steht. Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Um auf Betriebstemperatur runterzukühlen, benötigt der Kühlschrank etwa 6 Stunden. Um ein Kochfeld anzuzünden, drücken Sie einfach den entsprechenden Knopf und drehen Sie ihn dann gegen den Uhrzeigersinn. Dann drehen Sie den Sparkknopf schnell im Uhrzeigersinn, um die Herdplatte zu entzünden. Um den Ofen anzuzünden, drücken Sie den Ofenknopf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf Pilot. Halten Sie ihn weiterhin gedrückt, während Sie ein brennendes Streichholz unter dem Backofenanzünder halten, welches sich im unteren Bereich des Ofens an der Rückwand auf der rechten Seite des Brenners befindet. Halten Sie den Knopf für weitere 5 Sekunden gedrückt, nachdem die Zündflamme angezündet wurde. Lassen Sie den Knopf nun los und stellen Sie sicher, dass die Zündflamme am Anzünder nicht erlischt. Stellen Sie den Ofen auf die gewünschte Temperatur. Um die Flamme am Brenner zu erlöschen, drücken Sie wieder den Ofenknopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn auf Off. Bitte gehen Sie immer sicher, dass alle Flammen erloschen sind. Der Herd und der Ofen dürfen niemals während der Fahrt oder während des Tankens benutzt werden. Wenn Sie die Mikrowelle benutzen wollen, verwenden Sie bitte nur mikrowellensicheres Geschirr. Bitte legen Sie während der Fahrt den Mikrowellenteller in eine Schublade oder wickeln Sie ihn in ein Handtuch, damit er nicht bricht. Um die Innenraumtemperatur zu regeln, haben wir all unsere Wohnmobile mit einer Klimaanlage ausgerüstet. Um die Klimaanlage zu starten, schalten Sie bitte den Schalter zunächst auf die Off-Position. Starten Sie Ihren Generator oder schließen Sie Ihr Stromkabel ans Netz. Starten Sie die Klimaanlage und stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.
Bitte beachten Sie, dass die Klimaanlage nur etwa 11 Grad Celsius unter die Außentemperatur kühlen kann. Der Heizlüfter wird über einen Thermostat geregelt. Schalten Sie ihn an und stellen Sie die gewünschte Temperatur am Thermostat ein und Ihre Heizung startet. Für Ihre Sicherheit ist Ihr Fahrzeug mit 3 Alarmsystemen ausgerüstet: einem CO-Detektor, einem Rauchmelder und einem Propanalarm. Es ist möglich, dass ein Alarm ertönt, wenn Ihre Batteriespannung zu niedrig ist. Der Propanalarm befindet sich im Wohnmobil meistens entlang des Bodens in der Küchengegend nahe des Ofens. Falls der Propan- oder LPG-Alarm ertönen sollte, schließen Sie bitte zunächst das Hauptventil außen am Propantank. Dann überprüfen Sie bitte, ob Gasgeruch in der Luft liegt. Propan hat einen sehr starken, unangenehmen Geruch, wie verfaulte Eier. Riechen Sie Propan, öffnen Sie bitte alle Fenster, Tür- und Dachluken, um den Wohnbereich auszulüften. Verlassen Sie das Fahrzeug und kontaktieren Sie El Monte RVs Pannenhilfe. Der Alarm geht auch dann los, wenn die Spannung der Hausbatterie so weit abfällt, dass sie den Propanalarm nicht mehr betreiben kann. Können Sie kein Propan riechen, überprüfen Sie bitte die Ladung der Hausbatterie an Ihrem Control Center und laden Sie diese wieder auf, indem Sie Ihren Motor laufen lassen. Drücken Sie den Mute-Knopf auf dem Alarmsystem. Der CO-Detektor und Ihr Rauchmelder befinden sich an der Decke im Wohnbereich des Wohnmobils. Anders als Propan können Sie Carbon Monoxid nicht riechen. Wenn dieser Alarm angeht, stellen Sie den Generator und den Motor ab. Öffnen Sie Ihre Fenster und Dachluken, um das Wohnmobil auszulüften. Verlassen Sie das Fahrzeug. Der CO-Alarm ertönt auch dann, wenn die Batterie leer wird. Der Alarm wird entweder von der Hausbatterie oder von einer eigenen internen Batterie mit Strom versorgt. Ist das der Fall, ersetzen Sie bitte die 9-Volt-Blockbatterie bzw. starten Sie den Motor, um die Hausbatterie zu laden. Bitte ersetzen Sie auch gegebenenfalls die Batterie im Rauchmelder, wenn diese leer wird. Bitte beachten Sie, dass der Propan- und der CO-Alarm auch auf bestimmte Chemikalien in einigen Hairsprays, Parfüms und verschiedenen Putzmitteln reagieren kann. Um ein ordnungsgemäßes Arbeiten des Kühlschranks zu gewährleisten, müssen Sie Ihr Wohnmobil ebenerdig ausrichten, solange Sie campen. Um ein Klasse C-Wohnmobil auszurichten, platzieren Sie zunächst die Wasserwaage auf einem flachen Untergrund. Wenn die Luftblase wenigstens in einem halben Umfang innerhalb des Rings ist, steht Ihr Wohnmobil eben und Sie müssen nichts weiter tun. Wenn die Luftblase außerhalb des Kreises ist, müssen Sie herausfinden, in welche Richtung das Wohnmobil mit Hilfe der Auffahrblöcke ausgerichtet werden muss. Steigt die Blase mehr zum vorderen Ende des Mobils, so platzieren Sie die Auffahrblöcke vor die beiden Hinterräder. Befinden Sie sich mehr nach vorne und auf der Fahrerseite, platzieren Sie einen Block vor das Rad auf der hinteren rechten Seite. Mehr nach vorne auf der Beifahrerseite, platzieren Sie einen Block vor das Rad links hinten. Die Blase zeigt zum Heck, aber in der Mitte der Waage platzieren Sie die Blöcke vor beide Vorderräder. Wenn sie mehr zum Ende der Fahrerseite zeigt, platzieren Sie den Block vor das vordere rechte Rad. Mehr zum Ende der Beifahrerseite platzieren Sie vor das vordere linke Rad. Falls die Blase zur Seite erscheint, platzieren Sie die Blöcke auf der gegenüberliegenden Seite, vorne und hinten. Fahren Sie nun langsam auf die Auffahrblöcke und überprüfen Sie dann den Stand der Luftblase nochmals. Das Fahrzeug befindet sich in der Waage, wenn sich die Luftblase im Kreis befindet. Ein Klasse A Wohnmobil hat automatische Stützen zum Ausrichten, wie hier gezeigt. Ihr Vermietassistent wird Ihnen demonstrieren, wie sich die Stützen an dem von Ihnen gemieteten Wohnmobil bedienen lassen. Unsere Wohnmobile benutzen unverbleites Benzin mit der Ausnahme der Dieselpusher. Tanken eines falschen Kraftstoffes führt zu Schäden am Fahrzeug und zu erheblichen Kosten für Sie, den Mieter. Für Ihre Sicherheit müssen Sie zunächst alle Flammen erlöschen, alle Geräte ausschalten, inklusive den Kühlschrank, Wasserheizer und der Heizung. Schließen Sie bitte Ihr Hauptventil am Propantank und stellen Sie den Generator ab, bevor Sie anfangen zu tanken. Nachdem Sie fertig getankt haben, verlassen Sie bitte die Tankstelle, bevor Sie das Propanventil wieder öffnen oder den Generator wieder anstellen. Viele unserer Wohnmobile sind mit einem Slide-Out für extra Platz und Komfort ausgerüstet.
Fahren Sie das Slide-Out nur aus, wenn das Wohnmobil geparkt ist. Bevor Sie das Slide-Out ausfahren, stellen Sie bitte sicher, dass außen genügend Raum ist für den zusätzlichen Platz, den Ihr Slide-Out benötigt. Im Innenraum entfernen Sie bitte alle Gegenstände, welche den Slide-Out beim Herausfahren behindern könnten. Bitte stellen Sie oder setzen Sie sich aus Sicherheitsgründen nie auf ein Slide-Out, während es sich bewegt. Bringen Sie den Fahrersitz in eine aufrechte Position, damit er sich nicht mit dem Slide-Out verkeilen kann, während es in Bewegung ist. Um den Raum ein- oder auszufahren, drücken Sie einfach auf die entsprechende Taste am Bedienfeld. Bitte stoppen Sie nicht, bevor es vollständig ein- oder ausgefahren ist. Und bitte beachten Sie, wenn das Slide-Out ausgefahren ist, müssen Sie es erst wieder einfahren, bevor Sie losfahren können. Lassen Sie uns in das Führerhaus klettern. Alle Fahrzeuge sind mit Servolenkung und Bremskraftverstärker versehen und die meisten haben einen Tempomat. Bevor Sie losfahren, machen Sie sich bitte mit all den Anzeigen auf Ihrem Armaturenbrett vertraut. Notieren Sie sich den Stand Ihrer Tankanzeige, denn Sie müssen sie vor Abgabe auf das gleiche Level bringen oder wenn Sie bevorzugen, können wir auch für eine Extragebühr für Sie nachtanken. Das Getriebe ist ein Automatikgetriebe mit Overdrive. Um den Motor zu starten, stecken Sie den Schlüssel ins Zündschloss und drehen Sie ihn von sich weg. Der Schlüssel kann nur dann abgezogen werden, wenn der Motor abgestellt ist und der Ganghebel in der Parkposition ist. Ihr Blinkerhebel neben dem Lenkrad ist auch der Schalter, um zwischen Abendlicht und Fernlicht zu wechseln. An den meisten Fahrzeugen ist der Knopf für die Warnblinkanlage über dem Lenkrad angebracht. Der Lichtschalter und der Motorenhaubenentriegler befinden sich auf der linken Seite des Armaturenbretts. Parkbremse ist links, oberhalb vom Boden, unter dem Armaturenbrett angebracht. Drücken Sie das Pedal, um sie anzuziehen. Um die Bremse wieder zu lösen, drücken Sie diese nochmals oder ziehen Sie am Griff für die Parkbremse. Ebenfalls auf der linken Seite der Fahrerkabine finden Sie den Notstartknopf. Nutzen Sie den Notstart nur, wenn die Startbatterie zu schwach ist, den Motor zu drehen oder nur sehr langsam dreht. Drücken Sie und halten Sie den Notstartknopf gedrückt, während die Zündung aus ist. Dann drehen Sie den Schlüssel. Wenn der Motor läuft, lassen Sie den Knopf los. Bevor Sie losfahren, stellen Sie bitte Ihre Seitenspiegel richtig ein, sodass Sie Ihre Hinterräder und etwa 15 Meter hinter das Fahrzeug sehen können. Durchsuchen Sie die Windschutzscheibe nach Steinschlägen und Rissen und gehen Sie sicher, dass diese auf dem Übergabeprotokoll markiert sind. Es wird empfohlen, dass Sie alle 1000 Meilen bzw. 1600 Kilometer Ihren Motorölstand prüfen. Entriegeln Sie die Motorhaube von der Fahrerkabine aus und lokalisieren Sie den Ölmessstab. Wenn der Ölstand zu niedrig sein sollte, kaufen Sie bitte ein 10W40 Motorenöl und füllen Sie es auf. Bitte behalten Sie den Kassenbeleg, damit wir Ihnen diese Kosten zurückerstatten können. Für andere Wartungstipps schauen Sie sich bitte die Betriebsanleitung an. Die meisten unserer Wohnmobile haben hinten eine Zwillingsbereifung. Überprüfen Sie morgens, ob der Abstand zwischen den beiden Reifen der gleiche wie auf der anderen Seite ist. Wenn nicht, müssen Sie möglicherweise die Luft aufpumpen. Notieren Sie sich die Länge und Höhe des Wohnmobils. Fast alle unsere Wohnmobile sind etwa 12,5 Fuß oder 3,80 Meter hoch. Passen Sie speziell auf niedrig hängende Äste, Überhänge von Gebäuden und Drive-Thru-Anlagen auf. Sie benötigen genügend Platz beim Abbiegen und Kurvenfahren, da das Heck in die entgegengesetzte Richtung ausschert. Versuchen Sie, Zurückstoßen zu vermeiden. Bitte lassen Sie einen Erwachsenen Ihrer Reisegruppe zur Sicherheit aussteigen, um Sie einzuweisen, bevor Sie zurücksetzen, wenden oder unter einem niedrig hängenden Gegenstand durchfahren. Beachten Sie, dass der Mieter für alle Dach- und Unterbodenschäden verantwortlich ist. Sollten jegliche Probleme auftreten oder sollten Sie eine Frage während der Miete Ihres Wohnmobils haben, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie El Monte RVs On the Road Support unter 1-800-367-4707 oder e-mailen Sie uns unter roadsidegroup@elmonterv.com. Wenn unser Büro geschlossen hat, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht und wir rufen Sie am nächsten Tag zurück. Im Falle eines Unfalls oder eines lebensbedrohlichen Notfalls rufen Sie bitte die Notrufnummer 911 an. Für Reparaturen über $75 oder bei Reifenproblemen rufen Sie bitte erst El Monte RV Pannenhilfe für Unterstützung an. Jetzt wird Ihr Vermietassistent Ihnen noch das Übergabeprotokoll ausfüllen und Sie sind fertig zum Losfahren. Wir hoffen, dass Sie Ihr neues Zuhause auf Rädern genießen und wir freuen uns schon, Sie wieder auf der Rückkehr begrüßen zu dürfen.
Wir von El Monte RV wünschen Ihnen einen tollen Urlaub.